نستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ده في انزغا فمت حلقة دي أكليغونغ من الموقظة. بهابن إن لتسن حلقات إذا الحديث الصحيح جغيرت الإمام الذهبي، هات إذا الحديث الصحيح جغيرت بهابن جزاق دس الحديث الصحيح، هات فنف بدينجونجن حديث الصحيح، هات فنف بدينجونجن بس الإمام الذهبي أفينت هات إمام الذهبي زاغت وما دار على عدل متقن. أزو العدالة واتقان، الإتقان يجي بالضبط زاغس إذا إباليفغا إس ضابط، ودادو زاغت إس متقن. بس تايجت زيش أوخ إن زين أوز زاغم إنده قد زاغت، وأن يكون رواته ذوي ضبط، هاتنيش الإتقان بنوتس يندان هات الضبط بنوتس تزوى أين فخاقة من أين شيلغين حب الضبط هي الإتقان إست. يوم قزاق تس الحديث الصحيح غير ذيش إبا العدل المتقن أن السند متصل زين أون شذوذ أون علة، بسيس حديث صحيح. ودير هات اوخ إبا يشتوفن فن الحديث الصحيح جغيرت هات بغا يشتوفن افينت اغيد الدني بالحديث الحسن. الحديث الحسن تزيد الشفير ستيما مصطلح الحديث ويني من دي زاكت إش هاب فنف كيندا جيب داس جيل سوما ينم كيندا دي جهير زمزم إس جيب تسفاي أين إس جهير زم أين إس توتال أم جهير زم بس كاين بروبليم إس دويتليش تو أكينن. Und es gibt drei. Manchmal sind sie gehorsam, manchmal sind sie nicht gehorsam. Und immer diese Mitte ist schwer zu erkennen und bestimmen. In jeder Gelegenheit. Al-Hadith al-Hasan ist eine Stufe zwischen Al-Sahih und Al-Da'if. Zwischen was authentisch ist, was deutlich authentisch ist. Und was deutlich schwach ist. Und daher, Al-Imam al-Zahabi hat lange über Hadith al-Hasan geredet. Und Al-Hadith al-Hasan, es braucht viel Zeit zu erklären. Deshalb werden wir nicht jetzt über Hadith al-Hasan reden, weil es gibt viele problematische Angelegenheiten im Hadith al-Hasan. Und besonders bei Imam Tirmidhi,
أبو عيسى الترمذي انهابهون سنن إزاكت مانشمال حديث حسن صحيح مانشمال زاكت حديث حسن صحيح غريب مانشمال زاكت حسن غريب ديجليت نهابن بيزوخ دي أو زاكت الإمام الترمذي تو إكليغن Sie haben 10 Aussagen erreicht, um diese Aussage von Tirmidhi zu erklären, zu verstehen. Und der Imam al-Zahabi hat auch der Imam al-Tirmidhi erwähnt in seiner Muqida im Hadith al-Hasan. Es gab eine Frage, bevor das ich jetzt. Ich werde die Aussage von Imam الذهبي ليزن إبن الحديث الحسن فوق إذ قاب أين فخاغ إبن دي جيشيشتة في المصطلح Das habe ich nicht am Anfang erwähnt. Also jede Art von Wissen hat eine Geschichte. علم الحديث, wie ich gesagt habe, das ist zwei Teile. Weil الحديث selbst ist zwei Teile. السلف, wenn sie al-Hadith erwähnen, dann erwähnen sie die Überlieferung und al-Matn. Al-Matn, das ist die Aussage von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oder die Aussage von al-Sahabi, der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschreibt. Oder beschreibt eine Tat. Oder beschreibt den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oder beschreibt ein Ereignis in Anwesenheit von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also Ilm al-Hadith bezieht sich auf die Geschichte. Und das ist eine Nachricht. Überlieferung und Al-Matn, Text. Und daher, As-Salaf, die kennen gar nicht Hadith ohne Überlieferung. Und daher, die Überlieferung hat ein spezielles Wissen, das ist Ilm al-Mustalah, und Al-Matn, Text, hat auch ein spezielles Wissen, das ist Fiqh al-Hadith. Das Wissen über die Aussagen von Prophet sallallahu alaihi wasallam, über die Taten von Prophet sallallahu alaihi wasallam, über die Bestätigungen von Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oder die Aussagen von As-Sahaba, die beziehen sich auf den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ilm al-Mustalah, Mustalah al-Hadith, wir sagen Mustalah al-Hadith. Mustalah stammt von As-Sulh. As-Sulh, das ist eine Übereinstimmung. Eine Gruppe von Leuten, die haben eine Gemeinsamkeit, wie die Leute von Al-Fiqh. Oder die Grammatiker, oder die Leute von Al-Hadith, oder die Leute von Al-Tafsir, oder die Leute von Logik. Sie stimmen über eine Sache überein. Über einen Ausdruck der Formulierung, wie zum Beispiel Al-Khabar. Al-Khabar ist die Nachricht. Die Grammatiker haben auch, benutzen auch das Wort Al-Khabar. Und die Wissenschaftler von Al-Hadith benutzen auch Mustalah von Al-Khabar. Und die Leute von Rhetorik, die Wissenschaftler, die benutzen auch Al-Khabar. Und die Leute der Geschichte, die benutzen auch Al-Khabar, die Nachricht. Das ist ein Ausdruck. Aber dieser Ausdruck hat verschiedene Bedeutung, weil es verschiedene Betrachtungen und Bezüge gibt. Die Gelehrten von Grammatik, die benutzen Al-Khabar für einen Sinn. Die Leute von Al-Hadith benutzen Al-Khabar für einen Sinn. Und du findest, dass die Leute von demselben Fach benutzen ein Wort. Und sie haben verschiedene Bedeutungen. Wie Al-Hadith Hassan. Nicht Al-Hadith wie Al-Hassan. Wir werden das sehen. Al-Hassan. Al-Hassan, die Gelehrten haben Al-Hassan benutzt für viele Bedeutungen. Aber am Ende Sie haben das Wort Al-Hassan für ein
Bedeutung benutzt. Das ist ein Hadith zwischen As-Sahih, zwischen das Authentische und schwache Hadith. Und ist daher Imam Al-Dhahabi sagt, dass Al-Tirmidhi, dass der Erste, der hat das Wort Al-Hadith speziell für diese Art von Al-Hadith. Sheikh Al-Islam hat auch was dagegen gesagt, dass es das kommt. Wir reden jetzt über Mustalah, über die Ausdrücke. Die Leute von Al-Hadith, die Wissenschaftler, die Überlieferung, die großen Gelehrten, mit der Zeit haben diese Art des Wissens entwickelt. As-Sahaba früher, die haben Al-Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam genommen, direkt, ohne Mittel. Und As-Sahaba haben selbst anderen Sahaba gefragt, ob du wirklich diese Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam gehört. Imam Ali, er hat anderen Sahaba befohlen zu schwören, damit er ruhig ist, damit er eine vollkommene Sicherheit hat. Und danach, in der Zeit von großen Tabi'in, die Gelehrten sagen, dass Muhammad ibn Sirin ist der Erste, der gesprochen hat über Al-Mustalah. Daher sagt Ibn Sirin, sie haben nicht über die Überlieferungen gefragt. Und alles Al-Fitna aufgetaucht ist, wurde, sie haben gesagt, nehmt uns eure Männer, euer Überlieferer. Und es wurde gesehen, von Ahl Sunnah, man nimmt von ihnen. Wenn die Überlieferer von Ahl Sunnah, sie haben von ihm genommen. Und die sehen, ob dieser Überlieferer von Ahl al-Bid'ah oder diejenigen, die lügen, sie nehmen sein Hadith nicht. Also das ist eine Aussage von einem großen Tabi'i, Muhammad ibn Sirin. Und Abdullah Mubarak kam nach ihm, also Abdullah Mubarak ist Tabi'i al-Tabi'in, er sagt, die Überlieferung gehört der Religion. Und wenn al-Isnad, also die Überlieferung nicht da, wird jeder sagen, was er will. Der Erste, der über Ilm al-Hadith gesprochen, also über al-Mustalah geschrieben hat, das ist al-Imam al-Shafi'i in seinem Buch al-Risal. Imam al-Shafi'i, er schrieb sein Buch Al-Risala. In welchem Fach ist das? Al-Risala. Wir haben darüber geredet. Also Al-Risala in welchem Fach? Al-Risala ist im Fach von Usul al-Fiqh. Aber Imam al-Shafi'i in seinem Buch Al-Risala, er hat ein Kapitel über Ilm al-Hadith, weil als er Hadith geredet hat, ist ein Nachricht. Er hat über al-Mursal, über viele Arten von al-Hadith geredet, über al-Mutawatir und Ahad. Er hat über Ilm al-Hadith geredet, al-Mustalah geredet. Aber das Buch al-Risala war nicht spezial für Ilm al-Mustalah. Er hat über viele Angelegenheiten geredet, über die Bedingungen der Überlieferer und über Al-Hadith al-Mursal. Wir reden über Al-Hadith al-Mursal reden. Also wir haben gesagt, Al-Hadith al-Mursal, das ist, was Al-Tabi'i sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Al-Tabi'i erwähnt nicht Al-Sahabi. Nach Al-Imam Al-Shafi'i, ein Sheikh von Imam البخاري الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير هات إذا مصطلح الحديث بغيره والدناخ الإمام مسلم
هات نو فوت زين صحيح يبقى علم المصطلح غير يرات يبقى يشتوفن دي يبقى ليفغ بس إز قاب إز قبت يبقى ليفغ دي يتقدم يهم ان غروس شتوفة ان بتسوق اف العدالة und الحفظ غايشت anderen die sind nicht Lügner die sind auch vertraut aber die haben nicht die erste Stufe erreicht und die dritte Stufe das sind diejenigen die man von al-Hadith die man von al-Hadith nicht nimmt und dann kam al-Imam Abu Dawud Abu Dawud السجستاني der Inhaber von al-Sunan hat einen Brief von den Leuten von Mekka bekommen. Sie haben ihn gefragt über sein Sunan, seine Bedingungen in diesem Sunan. Hat einen Brief zu den Leuten von Mekka geschrieben. Dieser Brief ist bekannt. Brief von Imam Abu Dawud zu den Leuten von Mekka. Danach kam ein Schüler von Imam البخاري das ist الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي und hat ein extravagantes Buch geschrieben über علم العلل العلل الصغير heißt das Buch hat الإمام بن رجب أبو الفرج Das Buch ist sehr, sehr gut. Nach Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi, hat einen Brief, also ein kleines Buch, geschrieben zwischen der Unterschied zwischen al-Tahdith und al-Ikhbar, weil die Lehrten, die haben geredet über den Unterschied zwischen Haddatha und Akhbar. Es gibt manche Gelehrten, die machen Unterschiede zwischen Haddathana und Akhbaran. Und zwischen Haddathana im Plural und zwischen Haddatha im Singular. Und Akhbarana im Plural und Akhbarana im Singular. Zum Beispiel Imam Muslim, er sagt, wenn Rawi, die Überlieferer, sagt, Haddathana ist bedeutet, dass der Schüler hat gelesen und der Scheich hat gehört und der Schüler war nicht nur allein mit dem Scheich, waren auch anderen Schüler. Deshalb kam das Plural. Und wenn er sagt, Haddathani, bedeutet der Schüler, der Überlieferer hat gelesen, den Scheich hat gehört, und sie waren nur allein. Das ist Haddathana. Auf Deutsch ist Haddathana bedeutet, hat uns berichtet. Auch auf Deutsch sagt man Akhbarana ist auch, hat uns berichtet. Weil Al-Tahdith kommt von Al-Hadith. Und Al-Ikhbar kommt von Al-Khabar, die Nachricht. Und auf Deutsch gibt es keinen großen Unterschied zwischen Al-Tahdith. Jemand hat mir was gesagt, der berichtet. Aber im Ilm Al-Hadith gibt es einen Unterschied zwischen Al-Tahdith und Al-Ikhbar. Und er sagt im Muslim, in Bezug auf Akhbarana, bedeutet, ein Scheich hat gelesen und Schüler hat gehört. Er war mit anderen Schülern. Aber Khbarani, ein Scheich hat gelesen. Er war nur mit den Schülern. Der Überlieferer, wenn er zu seinem Scheich geht, bedeutet nicht, er sitzt und hört. Das ist nicht so. Der Überlieferer kommt zu seinem Scheich und er nimmt ein Buch. Also jeder Scheich hat ein Buch, er hat Ahadith und Überlieferung geschrieben. Er nimmt sein Buch, geht nach Hause und er schreibt das Buch mit dem Hand. Also bedeutet ein Exemplar von dem Buch seines Scheich, sein Scheich. Und er kommt und entweder er hört von seinem Scheich und er liest, oder er liest von dem Buch, dem Exemplar und sein Scheich. Also Imam al-Tirmidhi einmal ist zu einem Scheich gegangen und er wollte das Buch von dem Scheich
nehmen und aus Versehen hat ein leeres Buch genommen. Nach zu Hause gegangen und hat gesehen, dass das Buch leer ist, mit kein Hadith. Und morgen muss er gehen und von seinem Schir hören. Er gibt ihm sein Buch, aber er hat ein Exemplar, was er schon geschrieben hat. Er ist gegangen zu ihm und das Buch war leer. Er saß und er hat gehört. Und er hat so gemacht, dass er liest, dass er korrigiert sein Exemplar. Der Scheich hat gemerkt, dass das Buch leer ist. Sagt zu Abu Isa Tirmidhi, warum belügst du mich? Warum tust du, als du dein folgst, dein Buch, also im Buch folgst, und das Buch ist leer? Weil Imam Tirmidhi hat ihm die Wahrheit gesagt, dass aus Versehen hat er das leere Buch genommen. Und der Imam Tirmidhi hat ihm gesagt, ich kann jetzt alle Ahadith, was du gesagt hast, nochmal wiederholen. Er hat das schnell gelernt. Und der Scheich hat ihn geprüft, nochmal mit 40 oder 100 Ahadith. Imam Tirmidhi hat diesen Ahadith nochmal wiederholt. Sein Scheich hat zu ihm gesagt, ich habe wie du nie gesehen. Das Imam Tirmidhi. Also Abu Ja'far al-Tahawi hat das Buch geschrieben, der Unterschied zwischen al-Tahdith und al-Ikhbar, al-Haditha und al-Akhbar. Kam al-Imam Rama Hurmuzi. Al-Imam Rama Hurmuzi, das ist ein Rhetoriker, aber hat auch Muhaddith. Imam Rama Hurmuzi gestorben 360. Sie sagen, der erste, der über Ilm al-Hadith al-Mustalah geschrieben hat, ist Imam Rama Hurmuzi. Imam Ibn Hajar, in seinem Buch Nukhbat al-Fikr, er sagt, dass Al-Imam Rama Hurmuzi hat sein Buch Al-Muhaddith Al-Fasil bin Al-Rawi Al-Wa'i, Al-Muhaddith Al-Fasil. Aber er hat sein Buch kritisiert mit einem Wort und sagt, er hat nicht alles geschrieben. Er hat viel geschrieben über die Charakter von Talib al-Ilm. Dann kam Abu Abdullah, Muhammad ibn Abdullah al-Hakim. Moment, also Ar-Rama Hormuzi, kannst du das schreiben? Moment, ich schreibe es auf Deutsch. Ar-Rama Hormuzi. Sein. Rama Hormuz. Sie sagen, der erste, die über Ra mit M. Hormuzi. Sie sagen, der erste, die über Ilm al-Hadith spezial über Mustalah geschrieben hat, ist Imam Rama Hormuzi. Also, Imam Rama Hormuzi, er war ein Grammatiker, Rhetoriker. Die Art und Weise des Schreibens von ihm ist sehr schön. Danach kam Al-Hakim. Er hört Al-Hakim. Er hat ein Buch, Al-Mustadrak. Al-Imam Abu Abdullah Al-Hakim. 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 Hakim Meysaburi. Er hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Das Wissen über die Wissenschaften von Al-Hadith. Ma'rifat Ulum Al-Hadith. Und das Buch ist besser als das Buch von Rama Hormuz.
Also das Buch von Al-Hakim ist besser als von Rama Hormuzi. Manche sagen, dass der Erste, der geschrieben hat, Ilm al-Mustalah, ausführlich ist Al-Hakim. Aber Imam Ibn Hajar, in seinem Buch Nuqat al-Fikr, er hat das Buch von Al-Hakim erwähnt, aber er hat ihm auch mit einem Wort kritisiert und sagte, er hat das Buch nicht gepflegt. Dann kam Imam al-Khatib al-Baghdadi. Also bevor al-Khatib gab es Imam Abu Ya'la, Abu Ya'la al-Khalili. Er hat geschrieben ein Buch, heißt Al-Irshad. Al-Irshad fi Ma'rifati Ulama al-Hadith. Das Buch war nicht ordentlich, so meint er. Danach kam Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Abu Bakr, schrieb sein Buch Al-Kifaya, das Genügende, im Wissen der Überlieferung. Das Genügende über das Wissen der Überlieferung. Al-Kifaya in Ilm al-Riwaya. Dann, also ihr könnt Al-Halaqa nochmal hören und es nochmal schreiben. Also dann kam Al-Imam Al-Qadi, Al-Imam Al-Faqih Al-Maliki, Al-Qadi Iyad, Sibti, hat sein Buch Al-Ilma geschrieben. Al-Ilma. Ilma, mit Ein, Ma. Al-Qadi Iyad al-Sibti ist aus Al-Maghrib, gestorben in Marrakesch. Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad. Al-Qadi Iyad hat das Buch Al-Ilma geschrieben. Dann kam Imam Abu Amr ibn Salah, hat das Buch Al-Muqaddimah geschrieben. Das ist das berühmte Buch über Ilm al-Hadith al-Mustalah. Und alle, die nach Ibn Salah gekommen, entweder haben sein Buch als Gedicht geschrieben oder haben sein Buch zusammengefasst. Oder haben sein Buch kommentiert, wie Ibn Hajar, Nukat. Oder haben sein Buch erklärt. Also, Al-Imam Abu Amr al-Salah. Abu Amr. Abu Amr ibn al-Salah. Also sein Name ist Uthman. Uthman. Abu Amr Uthman ibn Salah. Das ist eine Geschichte über Ilm al-Mustalah. Wenn wir über die Geschichte über Ilm al-Hadith reden, alles mitten, als Text. As-Sahaba in der Zeit vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie haben Al-Hadith nicht geschrieben. Manche von ihnen, viele von ihnen, die meisten von ihnen haben Al-Hadith gelernt. Manche von ihnen haben Al-Hadith geschrieben, wie Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abu Huraira sagt: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمر. Also, أبو هريرة sagt, es gibt keinen Sahabi, der الحديث من Prophet صلى الله عليه وسلم überliefert außer mir.
O da aynı de işkime. Und er meinte, der hat Abdullah ibn Amr ibn al-As geschrieben, hat geschrieben. Und nach As-Sahaba, At-Tabi'un haben auch geschrieben, aber auch Al-Hadith geschrieben. Aber die meisten von As-Sahaba und At-Tabi'un, die haben nur geschrieben, damit sie nicht vergessen. Die haben nicht geschrieben mit der Absicht, dass sie spezial über Ilm al-Hadith schreiben. Also wir reden jetzt über Text, Metten. Wir reden über im Hadith, über Metten, über die Aussagen und Taten vom Propheten sallallahu. Imam عبد الرزاق اليمني der Sheikh von Imam Ahmed Ishaq Nurahawiya, er sagt, der erste, der über Hadith Bücher über Hadith geschrieben hat, das ist Ibn Jureish. Und er sagt, dass Al-Auza'i auch über Hadith geschrieben hat. Aber der Erste, der über Ilm al-Hadith geschrieben hat, alles Fach, das ist Al-Imam Abu Bakr Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaidullah al-Zuhri. Al-Khalifa Umar ibn Abdul Aziz hat ihm befohlen, Al-Hadith zu schreiben. Und die sagen, dass der Erste, die über Ilm al-Hadith geschrieben hat, alles Tedwin, alles Wissen ist Al-Imam al-Zuhri. Es gibt viele Aussagen. Inshallah hören wir jetzt auf, weil das ist das Gebet von Maghrib. Inshallah am Montag, wir fangen an zwischen 20:20 Uhr. 20. Also ungefähr 20:20 Uhr. Und das Problem ist es, Al-Maghrib ist es in einer Zeit, was uns nicht hilft, lange zu machen. Erstmal wollen wir über Al-Hadith Al-Hasan reden. Und auch über 40 Hadith. Das Thema Al-Hasan, wie ich gesagt habe, ein wichtiges Thema. Al-Talib, der Al-Hadith al-Hasan versteht, er wäre eine starke Basis, Ilm al-Hadith zu finden. Weil die meisten Al-Hadith sind von Art al-Hasan. Und daher, du findest, dass die Gelehrten haben lange über Al-Hadith al-Hasan geredet. Viel über Al-Hadith al-Hasan geredet. Davon, Al-Imam الذهبي in unser Buch Al-Muqidha. Also, ich habe gesagt, Sufyan al-Thawri ist älter als Sufyan al-Uyayna. Also Sufyan al-Thawri gestorben 161 und Ibn Uyayna 198. Also damit wir unterscheiden können zwischen die beiden, also Sufyan al-Thawri und Sufyan ibn Uyayna, bevor das jeder sagt, gibt es einen Nutzen. Ja. Es gibt einen Nutzen, was Al-Imam Al-Karmani in der Erklärung von Al-Bukhari gesagt hat. Obwohl Sufyan al-Thawri älter als Sufyan ibn Uyayna, auch in die Stufe von al-Thawri ist auch
غوصة الشتوفة بن عيينة، الإمام سفيان الثوري هات فون سفيان بن عيينة إباليثة. دشنين أهل الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر إباليثة فون غوص فون كلاين. Damit wir zwischen die beiden unterscheiden können. Also Sufyan ibn Uyayna ist jünger als Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri ist älter. Er hat die großen Überlieferer erreicht. Abu Ishaq al-Sabi'i. Ibn Uyayna kommt aus Mekka, Hijazi. Und woher kommt Sufyan al-Thawri? Wer weiß, woher kommt zu mir? Sufyan al-Thawri ist Iraki, kommt aus dem Irak. Und auch es gibt ein, damit wir zwischen die beiden unterscheiden. Wenn du siehst, dass Imam Ahmed in seiner Schicht, also Imam Ahmed, Ishaq ibn Rahawi zum Beispiel, Ali ibn al-Madini, das werden wir kennen. Ali ibn al-Madini und Yunus ibn Abd al-A'la, Abu Bakr ibn Abi Shaybah sagen, Sufyan hat Ibalifa, von Sufyan, das bedeutet ibn Uyayna. Und wenn du siehst, dass die Älteren, wie Waqi' ibn al-Jarrah oder Abd al-Razzaq al-San'ani, al-Yamani, der Sheikh von Imam Ahmed, oder Abd al-Rahman ibn al-Mahdi, sagen Sufyan, das bedeutet der Thawri, das kommt noch. Wir werden alles langsam über die Schichten, die überliefert auch. Wir werden über die Schichten von den Tabi'in reden. Und die Schichten von den Sahaba haben wir auch schon geredet. Wir reden über die Schichten von den Tabi'in und jede Tabi'in und seine Überlieferer. Aber das ist nicht jetzt ein Zweck des Buchs Al-Muqidha am Anfang. Obwohl wir darüber reden, aber das ist nicht Zweck. Zweck ist, dass wir die Themen von Ilm al-Mustalah vorstellen können. Was al-Hadith al-Sahih, was al-Da'if, was al-Hasan bedeutet, was al-Munqati', also das Abgebrochen, hat auch viele, viele Arten. Es gibt al-Mu'dal. Mu'dal bedeutet, es gibt zwei Überlieferer, die in der Mitte der Kette nicht erwähnt wurden. Es gibt al-Munqati'. Es gibt al-Mursal, was al-Tabi'i, das Prophet sallallahu alaihi wa sallam erwähnt, ohne al-Sahabi zu erwähnen. Das ist den Zweck von Al-Muqidha. Aber wir werden über diese Themen reden, aber nicht auswählen. So, wenn diese Fragen nicht lang, ich muss beten, weil wenn diese Fragen nicht lang dauern werden, dann kannst du inshallah deine Frage stellen. الإمام أحمد زاكي في الليل في الليل Wir haben gelernt, dass Imam Ahmad Zaki die Familie von Imam. Was ist das Hanif? Was meinst du mit Hanif?
Tabii ki hiç evin. Şimdi tabii ki hiç tabii çıkıyor. Azu ليش في ذكر اسم حماد بن أبي سليمان بن الشيخ بن أبو حنيفة ليش هذا دو فالش كده حني شاب نيش إيفين بس إيه حنفي ولا مش حن هذا مش إيفين حناف حناف في دويتش بس فوت هذا دو نيش ليش تيجي كده طيب مش بس إيش جزاك صار بس إيه جبلت فاهم شاب نوخ نيش جليزم شاب لي فيها شخيفتي شنو بنو في الانجليزي also zur Zeit haben wir Gäste wie mein Vater meine Mutter sind da deshalb habe ich wenig Zeit das Wort Ahnaf habe ich nicht erwähnt. Vielleicht hörst du noch mal, inshallah, und fragst. Also es gab Fragen, habe ich beantwortet. Es gab Fragen, habe ich jetzt geantwortet über die Geschichte von Mustalah. Und über die Schichten werden wir darüber reden. Jeder Gelehrte hat andere Sicht über die Schichten, viele Betrachtungen. Es kommt inshallah noch, aber inshallah Montag reden wir über Al-Hadith Al-Hasan. Inshallah barakallahu fikum für eure Anwesenheit. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.